Wir zeigen Sensationen, wir werden sie nicht schonen. Sie werden strapaziert und werden ihr Herz dabei zerbricht. Voilà! J'en ai vraiment plus rien à faire. Hallo, hier ist Romy Haag und sonst gar nichts. In the port of Amsterdam, there's a sailor who's free. Dame fragt nach Recht, nicht Gesetz und Mord. Wenn du mich nicht, bin ich ein Flirt und freu mich unmöglich wieder. Mit 17 habe ich schon wie eine 30-jährige Frau ausgesehen. Und natürlich in Paris, wenn ich in der Revue-Theater gearbeitet habe, war ich eben La Grande Diva und so hat man mich eben benannt. Ich kann nichts damit anfangen. Mir ist es irgendwie wurscht. Meine Vorstellung ist ja nur, Hauptsache ich habe Erfolg damit. Ich bin so, wie ich bin und das liegt wahrscheinlich an der Körpersprache und die Allüre, wenn ich auf der Bühne bin oder so. Once upon a time there was a world, a super paradise, the seven wonder of the world. Come, let me take you there. Super paradise, come on through. Boy or girl, it's all up to you. Let's all ride in super paradise, they do the same. Change to. Also ich bin eigentlich eine ganz introvertierte Person und ich bin schon schüchtern, aber ich finde, jedes Yin hat sein Yang, jede Medaille hat zwei Seiten. Wenn ich so eine extrovertierte Person auf der Bühne bin, muss ich auch das Gegenteil ausleben können. Und ich glaube, dann bleibt man gesund und das, so bin ich. Das stört mir eigentlich auch überhaupt nicht, dass ich so timide und verlegen bin, eigentlich privat. Sängerin Romy Haag auf dem Weg zum Soundcheck. Begrüßung des Pianisten, der sie seit Jahren begleitet. Romy Haag ist auf Deutschland-Tournee. Ihr Programm umfasst Lieder und Texte von Jacques Brel, Klaus Hoffmann und Brecht Weil. Die Holländerin mit Wahlheimat Berlin ist beliebt bei ihren Musikern. Also sehr angenehm. Sehr angenehm zu arbeiten, sehr problemlos eigentlich. Ganz irgendwie leicht zu handeln. Platt kann ich sagen, dass sie eine der bezauberndsten Menschen ist, die ich überhaupt kenne. Das ist also schon auffällig, denn so, wir sind ja dann auch viel in der Zwischenzeit unterwegs gewesen, haben uns in extremen Situationen kennengelernt. Und da habe ich also oft gestaunt, was sie für ein Potenzial an positiven Möglichkeiten auch hat. À la fin, nur nicht aus Liebe, brauche richtig ein Kirchen. Didi Söse spricht vier Sprachen. Mit dem Tontechniker unterhält sie sich am liebsten auf Französisch. Letzte Anweisungen vor dem Auftritt. Heute singt Romy Haag im Spielcasino von Saarbrücken. Wie finden Sie Romy als Frau? Schön. Ja. Ja, für dich bin ich Hutengel. Für dich bin ich Mutter und Fee. Für dich bin ich Ros und Dorne. Für dich bin ich Sonne und Schnee. Für dich bin ich Feuer und Flamme. Für dich bin ich Sehnsucht und Schmerz. Für dich bin ich Ros und Dorn. Und für dich bin ich Seele und Herz. Nach dem Konzert stehen die Fans Schlange. Die Sängerin gibt Autogramme auf Männerarme, Plakate und CDs. Am besten verkauft sich ihre Autobiografie, Eine Frau und mehr. Darin berichtet die Künstlerin von ihrer leidvollen Kindheit, ihrem frühen Aufstieg zum Showstar. Mit 13 Jahren verlässt sie Holland, tingelt als Nackttänzerin durch unzählige Bars und Nachtclubs und landet nach 5 Jahren in Paris. Alcazar de Paris, das war ein riesiges Revue-Theater. Und ich war la grande vedette américaine. Ich trat auf vor der Pause. Ich war 18 Jahre alt und nach der Pause gab es Leute wie Nina Simone, Dave Brubeck, Duke Ellington. All diese Glamour-Dämmer-Kram mit so Glimmer-Schminken und solchen Sachen stammt alles aus dem Alcazar. Also heutzutage ist es natürlich ein Touristen-Revue-Theater, aber früher war das, ich will nicht sagen Underground, aber es war angesagt und es war eigentlich wie immer wie Privatfeten. Du bist oft als schönste Frau Deutschlands bezeichnet worden. Hast du dich auch so gesehen? Ach,
ich finde, Schönheit kommt von innen und ich überhaupt nicht. Also ich kann mich überhaupt nicht irgendwie, ich bin zufrieden mit mir selber und that's it. Und vielleicht bin ich schön für manche Personen, aber für alle Menschen kann man das sowieso nicht sein. Und das ist auch gut so. So, Schönheit ist relativ. Pour moi, la vie n'a pas de problème. C'est simplement, je veux que tu m'aimes. Prends-moi, laisse-moi. Nach wilden Jahren in Paris, Tanz- und Gesangsunterricht, wird sie zum Paradiesvogel der Nacht. Ich habe mich in New York verliebt, in den Berliner, und war entschlossen, nach Berlin zu gehen. Und dann bin ich hier in Berlin gelandet und da war wirklich nichts, wo ich arbeiten könnte. Es gab irgendwie so Eden aus Nachtclub, dann gab es irgendwie ein, zwei Diskotheken. Und weiter gab es nichts Interessantes für mich. Es gab so Anime-Läden oder so, so Cheap Clubs, was mich natürlich überhaupt nicht interessiert hat. So ich dann, wenn man von New York kommt, ist man so hip herauf, dass man kein Nein erwartet. Und innerhalb von 14 Tagen habe ich dann entschlossen, irgendwie einen Laden aufzumachen. Umgeben von Trödelläden, einem bekannten Studentenkino und düsteren Bars, 10 Minuten vom Kudamm entfernt, eine Diskothek. Romy Haag. Die niedrigen Eintrittspreise locken ein sehr junges Publikum, das sich hier zu einer bestimmten Stunde der Nacht nahtlos wie nirgends sonst mit Bürgern höherer Einkommensklassen, aber auch Typen, die man besser nicht anrempeln sollte, mischt. Meine Damen und Herren, nehmen Sie die schönen Ladies and Gentlemen! Romy Haag und ihre bunte Travestietruppe mischen Berlins Nachtleben auf. Auf der winzigen Bühne toben sich Europas Drag Queens aus. Romy Haag ist Chefin, Regisseurin, Sängerin. Alles, was Rang und Namen hat, besucht den Club. Sogar ihre Eltern, so erzählt sie später, haben den Weg in das verruchte Etablissement gewagt und für gut befunden. Wegen der tiefen Stimme hat man immer gesagt, ach, du bist aus Berlin. Also Berlin scheint irgendwie was mit tiefen Stimmen zu tun zu haben. Und ich bin auch immer präsentiert worden, ganz früher schon, wenn ich jung war, in die Revue Theater in Paris, war das immer die Attraktion aus Berlin, obwohl ich Holländerin bin. Aber irgendwie diese tiefe Stimme hat für die Leute so irgendwie so eine Verruchtheit von Berlin. Also bin ich ein Berliner Produkt sozusagen im Ausland. Ich liebe die Stimmung und Atmosphäre, c'est très bizarre. Right over here. Chez toi, at the tempo drone, at the tunnel, and the cube. Over here is my credit card, avec un rendez-vous. Toujours retour, oui, c'est la vie, aber leider nicht nach Wien. Tja, ja, ich liebe die große Stadt am Queen, Berlin. Der Berliner Liedermacher Klaus Hoffmann. Er hat viele Texte für die Liedermacher geschrieben. Da hängt meine blaue Gitarre. Und es riecht nach Kaffee und singt. Und die Frau trägt schon weiße Haare. Die Romy war ein Bonbon in Berlin. Und sie schillerte da so ein bisschen zwischen Liberace und, wen kann ich da noch nennen, und dem ganzen Pariser Flair. Und so New York spielte da noch eine Rolle. Alles, was wir Berliner so haben wollten, was wir nicht waren, Mauer verkloppt, nicht? Schillerte sie so durch die Szene. Und dann kam ich, so der kleine Hoffi, und verbannte sie da so in Liedern wie zum Beispiel Meine blaue Gitarre. Das ist ja ein richtiger Hit geworden. Da hängt meine blaue Gitarre. Kindheitserinnerungen. Mein Zimmer ist jetzt leer. Nur der Spiegel hängt noch an der Wand. Bloß sehe ich die nicht mehr, die vor 20 Jahren sagte, macht's gut. Ihr könnt mich mal. Sie gaben mir 50 Gulden und baten, bitte bloß normal. Sie fing an, mir die Geschichte an sich, die meiner glich oder ähnelte, eines Menschen zu erzählen, der als Kind einsam war. Und der anders war als die anderen. Und der wahrscheinlich in ihrem Fall schon immer wusste, dass sie auch ein anderes Geschlecht erleben wollte und sich anders empfand. Und das in einer kleinbürgerlichen holländischen Piefsiedlung
mit Menschen, die von woanders herkommen und die entsetzt sind, wenn ein Kind so wird. Und wenn der Wind von Holland weht, dann wird mir wieder klar, das, was ich heute sehen kann, schon immer in mir war. Wenn die Wunden längst verheilt sind, tun die Narben weh. Du brauchst ein ganzes Leben, um die Kindheit zu verstehen. Dieser Clownsgedanke, die Traurigkeit, die dahinter liegt, ist ja überschminkt. Und das ist eben auch ein Teil von Romy. Und sie hat mir einfach einen Clown geschenkt. Und das war sehr anrührend auch. Romy empfinde ich sehr anrührend. Und ich wünschte, dass sie noch ganz tiefe Lieder singt. Das hätte dieses Deutschland echt verdient, von einem Menschen, der von woanders kommt. Romy ist in Berlin hängen geblieben. Ja, ich liebe Berlin. Und ich hasse Berlin. Ja, ich bin ihm verfallen. Es zieht mich hierhin. Denn Berlin ist mein Glück. Und mein Unglück zugleich, sein Hauptgrund ist auch mein Himmelreich. Die Wohnung der Künstlerin. Romy Haag ist Single. Den passenden Lebenspartner hat sie, trotz vieler Beziehungen, noch nicht gefunden. Als Atheistin aufgewachsen und ein Leben lang auf der Suche nach sich selbst, hat die Chansonsängerin im Buddhismus endlich eine religiöse Zuflucht gefunden. Na, das war wirklich ein Schlüsselerlebnis, wenn ich zum ersten Mal den Dalai Lama getroffen habe und ein ziemlich intensives Gespräch mit ihm gehabt habe und vor allen Dingen der Offenheit mir gegenüber, die er gehabt hat, hat mir so zum Staunen gebracht und das hat irgendwie plötzlich eine ganze Änderung in mein Leben gebracht. Eine sehr positive Änderung, weil ich war früher ziemlich bitter und Rachetier und weiß ich was, bin ich alles überhaupt nicht mehr. Wie bist du jetzt? Ja, wie bin ich jetzt? Ich bin jetzt so, wie ich bin, irgendwie ganz positiv rauf und selbst in negative Sachen lache ich mich eigentlich krumm rum, weil das interessiert mich. Es berührt mich irgendwie nicht so intensiv mehr wie früher. Ich meine, für die Presse scheine ich da irgendwie ein Skandalnudel zu sein oder so. Und die wollen ja unbedingt schreiben, so lass sie schreiben. Und für die Stadt Berlin bringt es ein bisschen Glamour. Die frühere Skandalnudel ist mit zahlreichen Musikern befreundet. Udo Lindenberg, Mick Jagger und David Bowie gingen in ihrem Club ein und aus. David Bowie blieb als ihr Liebhaber. Die Affäre zog damals weite Kreise. Naja, natürlich war das auch für sein Image nicht gut. Die Plattenfirma war dagegen. Seine Frau ließ sich scheiden in dem Moment von ihm. Dann wollte mich die Anwälte mich da Schuld dran geben und so. Und zwischen Bowie und mir war eigentlich mehr so ein geistiger Austausch. Wir haben eigentlich nie großartig diskutiert. Wir haben einander gesehen. Und da war es ganz klar, wir bleiben zusammen, irgendwie da ein Gespräch darüber zu haben. Das war irgendwie was ganz Stranges. That's the way you make me feel. Don't you know my love is real? Freizügige Auftritte und häufig wechselnde Männerbeziehungen gehören der Vergangenheit an. Ich bin mit jemandem zusammen, auf Augenblick. Und gibt es da so bürgerliche Träume von Heirat in Weiß? Ach, nicht unbedingt. Ich möchte ja nicht jemand besitzen. Und ich glaube, wenn wir jemanden besitzen, wenn man die Besitzgier da kommt, dann ist das sowieso alles vorbei. Dann ist es schon vorbei. Und wenn da zu viel Leidenschaft ist, dann knallt es auch eines Tages. Ich glaube, die Männer, die ich anziehe,
die sind angezogen durch meinen Charakter oder durch meine Art oder durch mein Sprechen oder durch die Stimme, aber nicht durch Äußerlichkeit. Ich würde mich auch nicht für einen Mann interessieren, sie sich nur äußerlich für mich interessiert. Im kleinen, aber feinen Stuttgarter Renitenztheater ist die Sängerin häufig aufgetreten. Einer ihrer größten Verehrer ist der 77-jährige Theaterleiter und Pianist Gerhard Woida. Romy ist ein sehr warmherziger Mensch. Sie braucht sehr viel Herz für ihre Beziehungen mit anderen Menschen. Und sie ist ein grundehrlicher Mensch. Und das ist faszinierend. Mein Gott, was ist das für ein Leben gewesen? Das gibt es doch ein zweites Mal nicht mehr. Als Knabe von zu Hause durchgebrannt, sich als Mädchen gefühlt, in Pariser Kabaretts aufgetreten, dort zu einem Weltstar geworden, Filmrollen gespielt, in New York einen Preis bekommen für die beste Brecht-Interpretation, in Berlin diesen Nightclub gegründet, wo die ganze Prominenz verkehrte, und jetzt die Karriere als Chansonsängerin. Was verehren Sie an ihr? Ja, weil sie in der heutigen Zeit ihren Charakter behalten hat. Und sie hat sich nie verkauft für billige Sachen. Mhm. Und sie ist auch sehr intelligent. Sie hat ja auch Regie geführt in Berlin im Wintergarten, auch mit großem Erfolg. Und ist einfach ein fantastischer Mensch. Im Tonstudio. Nach mehreren CDs mit Chansons und Balladen lässt die vielseitige Diseuse jetzt Musik der anderen Art aufnehmen. Sie will den Anschluss an die Techno-Generation nicht verpassen. Are made of things. I still remember my very first kiss. I was a fan of Jimmy Dean, Marilyn Monroe, and Steve McQueen, and we had parties out of the green. Die transsexuelle Romy Haag ist längst in die Kreise der besseren Gesellschaft aufgestiegen. Auch Politiker schmücken sich gern mit ihr, seit sie sich für die AIDS-Hilfe engagiert. Auf der Berlinale 1997 erhielt Romy Haag den Spezialpreis für ihr Lebenswerk, den Teddy for Transgender People. Geehrt wurde sie für einen Lebensweg, den Musiker als Walk on the Wild Side besingen. Eine Gratwanderung zwischen Glamour und Leid, Erfolg und Demütigungen. Also sie hat eine durchgehende gesellschaftskritische Haltung, das kommt ja mal zum Ausdruck, und weiß nicht nur um die Brüche im Leben, sondern auch um die Licht- und Schattenseiten. Und das hat sie ja durchgehend über die Jahrzehnte immer durchgehalten. Und also diese in gewisser Weise Prinzipientreue oder Linientreue, wenn man so will, die finde ich an einer Künstlerin schon toll. Man weiß ja, die Kunst geht vielfach nach Brot und richtet sich auch entsprechend ein. Und das kann man ja von ihr nicht sagen, sondern das, was sie sich erarbeitet hat, hat sie mit der Kraft ihrer Persönlichkeit sich erarbeitet und sich beim Publikum errungen. Und das, finde ich, ist eine tolle Leistung. Ich habe 1989 ein Wohnprojekt gegründet für HIV-Positive und AIDS-Kranke. Und das war jetzt relativ schwierig zu der Zeit, auch im Bewusstsein der Bevölkerung war das eine etwas anrüchige Sache, und deshalb brauchte ich auch Unterstützung von Künstlern, die ich auch bekam in vielfältiger Weise, und Romy war eine der ersten, die dabei auch mitgeholfen hat und eine große Veranstaltung mitgetragen hat, und dadurch haben wir also sehr viel Spenden zusammenbekommen, und ich muss sagen, in ihrer Art, weil sie eben so ehrlich und aufrichtig auch eine Sache vertritt, war das dann auch sehr erfolgreich, und sie hat auch sehr viele Leute mitgerissen dann. Während einer Tourneepause besucht die Sängerin ihre langjährige Freundin Laura Halding. Frau Halding stammt aus Rumänien, ist Nachtclubbesitzerin in Stuttgart und ebenso wie Romy Haag sehr aktiv in der AIDS-Hilfe. Schön. Guck mal, toll. Ich habe eine Kleinigkeit mitgebracht. Danke. In diese Kreisen, wenn das angefangen ist, und ich war damals dann auch in New York, natürlich, wo es dann angefangen ist, und da sind dann so viele Leute und Mitarbeiter weggestorben, dass man ja automatisch da reinrutscht und was machen muss und auch Sterbehilfe geleistet habe und so und noch immer. Und ja, das muss einfach so sein. Hattest du auch mal Angst, dass es dich trifft?
Oh, es kann jeder treffen. Also jeder sollte da sein mit dem Bewusstsein, dass es einer treffen kann. Wir bereiten den nächsten AIDS-Kongress der Deutschen AIDS-Hilfe in August. Und bis dahin hast du vielleicht ein bisschen Zeit, dass du wieder die Kinder glücklich machst. Aber Deutsche AIDS-Hilfe oder Stuttgart? Deutsche AIDS-Hilfe. Worin besteht für Laura Halding die Basis ihrer langjährigen Freundschaft mit der transsexuellen Romy Haag? Ja, ich glaube, dass wir ein bisschen Randgruppen, werde ich so sagen, Ausländer, in Kunst beschäftigt, mit Menschen zusammen arbeiten oder leben, die doch ein bisschen aus der Reihe springen, die nicht in das normale, bürgerliche, sture Leben führen. Ich glaube, das verbindet uns, weil man muss zurückdenken, vor 25 Jahren, die Diskriminierung haben wir schon gespürt, hat Romy gespürt auf ihre Art und Weise und ich auch. Und das verbindet irgendwie. Und auch die Kraft, was aus diesem Kampf entsteht, ist bei uns größer wie bei anderen Menschen, zu überleben, zu beweisen, dass man kreativ ist, dass man was auf die Beine bringen kann, dass das irgendeinen Beitrag bringen kann an die Gesellschaft und die Gesellschaft akzeptiert und anerkennt. Wir haben nicht leicht gehabt, beide nicht. Und das verbindet mehr natürlich. Wir haben heute in unserer Freundschaft ganz andere Werte. Uns interessiert das Materielle nicht, absolut nicht. Romy werde immer für mich da sein, wenn ich Probleme hätte. Sie werde mir immer helfen. Ich werde für sie immer da sein. Heute ist wichtig, dass man Menschen hat, Freunde hat, auf wem man sie verlassen kann. Mein Herz ist leer, wie ein verlassenes Hotel am Meer, das zwischen den Dünen langsam verfällt und war doch früher das Schönste am Ende der Welt. Mein Fenster ist klein, ich schau hinunter auf die Straße ganz allein. Jetzt sind auch die Besten schon lange zu Haus. Ich gehe zum Spiegel und ziehe mich aus. Sieh mich an, sieh mich an. Was ich brauch ist nicht einfach nur ein Mann. Was ich brauch ist viel mehr als ein paar Küsse hinter dir. Ist irgendwas nicht irgendwer, das ich nicht sagen kann. Sagst du dein Geburtsdatum oder wie die meisten Frauen versteckst es? Ach, ich finde, sollte man nicht darüber reden, warum. Alt werden ist sowieso ein Scheiß, nicht? Es ist sehr schrecklich. Früher habe ich ja immer gesagt, na ja, ich lerne jeden Tag dazu, ich finde es schön, älter zu werden und bla bla bla. Aber wenn man so auf die Grenze so langsam kommt, dann weiß man, alt werden ist Scheiße. Und ich versuche, also ich will nicht sagen, ich versuche mich jung zu erhalten. Ich versuche meine Esprit, meinen Geist, meine Seele, noch offen zu behalten und vor allen Dingen nicht verbittert zu sein und nicht geschlossen zu sein. Und alt werden ist wirklich grauenvoll. Man braucht es nur alte Menschen zu fragen. And now, when I look in the mirror, I see this woman 1,000 years old. Yes, I still burn up, but you touch me. But inside, I'm cold, icy cold. I didn't get it, Johnny. What you were after, Johnny? Ich habe als Sechsjährige schon vor dem Spiegel gestanden und war sicher, ich werde mal eine alte Diseuse werden später mal. Das war irgendwie immer mein Streben. Und Brecht und Weil haben mich immer schon fasziniert und interessiert. Nur mit 20 Brecht zu singen, ist nicht richtig. Dann bist du nicht glaubhaft. Und ich bin jetzt im Alter, wo es glaubhaft ist. Ja, Liebe ist leicht gesagt, doch solange man täglich älter wird, da wird nicht nach Liebe gefragt. Da muss man seine kurze Zeit benutzen. Ein Mensch ist kein Tier.
Denn wie man sich bettet, so liegt man. Es deckt einen da keiner zu. Oder wenn einer tritt, dann bin ich es. Und wer deiner getreten, dann bist du's. Denn wie man sich bettet, so liegt man. Es deckt einen da. Dann bin ich das und wer deiner getrennt.